Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und hier haben wir jetzt den Samsung ES 9500. Das ist das absolute Flaggschiff, was Samsung hier vorgestellt hat. Ein 55 Zoll OLED-Fernseher mit einer Full-HD-Auflösung, der hat 3D, der hat alles. Also, dass der nicht auch noch Wäsche bügeln kann oder so, das ist aber auch alles. Und wenn man sich den anguckt, dann hat Samsung hier wirklich was Hochpreisiges geschaffen. Und man hat zum einen hier diesen Standfuß, man darf da hier leider nicht nah dran. Dieser Standfuß, das ist sehr, sehr edel gemacht von vorne. Oben drüber hat man bei den anderen Ausstellungsstücken, ich kann da mal rumgehen, die sind ja im Samsung Booth, da kann man es ja machen. Bei den anderen Ausstellungsstücken, da hat man oben drauf eine kleine Pop-Up-Kamera, die fährt aus dem Gerät raus, wenn man sie mal braucht. Dann fährt die Kamera oben raus und sobald die Kamera dann oben rausgefahren ist, kann man dann Motion Control machen und so weiter. Und wenn man sie dann nicht mehr braucht, dann fährt die wieder ein. Dadurch sieht das Ganze natürlich extrem schick aus. Was Samsung auch gemacht hat, ist eine extrem hochwertige Rückseite gebaut, um die Kabelführung und so weiter zu ändern. Das Problem ist natürlich, man hat einen teuren Fernseher, aber die Kabel, die verschandeln einem das Bild. Und deswegen hat Samsung hier die Rückseite quasi komplett geschlossen. Das ist eine Klappe, die kann man aufmachen. Und hinter diesem ganzen Ding ist HDMI und der ganze andere Kabelsalat verborgen. Und man hat nur noch eine schicke, absolute Premium-Rückseite. Es ist wirklich ein Traumfernseher. Der Price Tag ist nicht offiziell genannt, aber in UK sind es über 10.000 Pfund oder über 10.000 Dollar werden in UK genannt, also warum auch immer. Also umgerechnet dürfen es so 9.000 Euro Minimum sein, die dafür fällig werden. Es ist aber auch ein absoluter Heimkinotraum. Und jetzt kommen wir mal zu einem richtig coolen Feature. Das coole Feature beim Samsung ES 9500 ist eigentlich Multiview. Also das heißt, zwei Leute können sich vor die Glotze setzen und zwei unterschiedliche Programme gucken. Das ist möglich mit dieser Brille hier. Diese Brille, das ist eigentlich hier eine normale Shutterbrille und dann hat man hier dazu noch Kopfhörer. Wenn man jetzt diese Brille vor das Display hält, da laufen jetzt gerade zwei Programme drauf. Und wenn ich die jetzt mal davor halte, vor die Kamera, dann seht ihr jetzt nur ein Programm. Das ist jetzt also nur noch ein Bild, was ihr habt. Ihr seht, im Hintergrund ist ein anderes als hier. Und man sieht also nur ein Programm und man hat über die Ohrhörer dann einen eigenen Sound. Das heißt, wenn die Freundin Titanic gucken will und man selber Fußball, ist kein Problem. Und hier an dieser Kamera ist außerdem, an der Brille ist außerdem so ein kleiner Button. Und wenn ich den drauf drücke, kann ich theoretisch zwischen den Programmen switchen. Ihr seht, im Hintergrund, da laufen eigentlich beide Programme gleichzeitig. Also mit dem Auge sieht es echt schlecht aus, wenn man den Modus anmacht. Wenn ich die Brille nutze und das davor halte und ich drücke jetzt mal den Knopf, sofort habe ich das andere Programm. Und ich drücke nochmal und ich bin wieder auf einem anderen Programm. Also ihr seht, ich switche jetzt die ganze Zeit zwischen den Programmen hin und her und das sieht einfach sehr, sehr cool aus. Und was das für eine Technik ist für die Zukunft, Wahnsinn. Was da für Möglichkeiten sind. Also der Samsung ES 9500, ein absoluter Heimkinotraum und der Beziehungskrach ist dann auch vorbei, wenn man endlich Titanic und Fußball gleichzeitig gucken kann. Ich bin der Lars von All About Samsung und das Eyes On hat euch hoffentlich gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Wir lesen uns dann wieder. Ciao. Junge, der Akku ist leer. Nimm's noch auf.